Halli, hallo, hallöchen und willkommen zu meinem kleinen Haul. Ich war bei Aldi und da habe ich den Holzleim hier gefunden. Ich dachte, naja, kann man mal ausprobieren, ne? Holzleim ist ja auch nichts anderes als Bastelkleber, aber eben, ne? Bin mal gespannt, wie schnell der auszieht. Lösemittelfrei, transparent für innen und außen. Schauen wir mal. Ja, bleibt liege. Dann habe ich bei... Ja, toll, hier kommt mir schon alles entgehen. Bei Edeka, super, ich habe ein Eselsohr geknickt, ein Häkelheft gefunden. Ich häkel ja, ne? Und hier, das ist halt mit Babysachen. Oh, da finde ich so schön. Ja, und hier und da kommt ja schon mal ein kleines Baby in der Familie oder im Bekanntenkreis zur Welt und ein Pucksäckchen, ne? Ich finde, die Sachen sind einfach so schön. Guckt euch das mal an. Ist das nicht niedlich? Oh. Hier so kleine Kleidchen, ne? Ja, hier ist sie ja erklärt, wie man Socken häkelt. Das weiß ich aber auch, weil ich auch Socken stricken kann. Ja. Also so vieles verschiedenes, auch eine Decke drin. Moment, hier vorne müsste doch eine Übersicht sein. Ja, nee. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Heft, ne? Ich finde das toll und geh mal weg. Und da dachte ich, komm, da kann mitgehen, weil da sind wirklich schöne Sachen drin. Guck mal, Kleidchen mit passenden Jäckchen, ne? Und das hier zum Beispiel jetzt bis Größe 92, 86, 92. Also geht noch, ne? Ja, und da ich ja doch schon Ewigkeiten Handarbeiten mache, kann ich das auch noch vergrößern. Na, hier, das ist ein hübsches Kleidchen. Modell 8 und 9, toll. Doch, das ist das, ne? Ja. Ah ja, und das hier ist das. Schlafsack mit Mütze. Ah ja. Und hier, das finde ich auch schön, das Jäckchen, ne? Größe 86. Ich meine, da kannst du so in Blau mitmachen für einen Jungen, aber du kannst ja auch die Farben tauschen lassen für ein Mädchen. Finde ich total süß. Hier, das da, oh, der Herr Strampler, den finde ich auch knuffelig. Ne? Mit einem Fliegenpilzmützchen. Eine Babydecke, Püppchen. Und die sind simpel zu machen, ne? Ja, hier so ein Türhänger, wo man dann Sachen reintun kann. Oder hier für unterwegs. Die kleine Tasche mit den nötigsten Schüchen. Ja, hier sind auch wieder Söckchen. Also ich finde total schön. Oh, da ist ein Rassel. Das finde ich aber toll. Das ist schön, einen großen Holzring, ne? Und hier eine Raupe. Finde ich auch lustig. Da kann man auch prima Reste verhäkeln. Auch hier, ne? Ja. Also das musste auf jeden Fall auch mit. So, dann war ich bei Woolworths. Und da habe ich die Dinger hier gefunden. Punktwerkzeug, also ein Dockingwerkzeug. Das sind einmal, so rum. Einmal, kann ich auch aufmachen. Juckt ja keinen. Uah. Sind ja schließlich meine, da kann ich schon mitmachen, aber ich schwöre, ne? Also da sind auf der einen Seite sind Pinsel, ein bisschen breiter, ein bisschen schmaler, auf der anderen Seite eine dickere und eine dünnere Kugel. Ja, und hier sind halt dickere, dünnere, ne? Sind verschiedene Stärken. Gut, ich mache kein Dotting, das nehme ich zum Prägen. Obwohl ich Prägestifte habe, wie bekloppt. Aber hier fand ich jetzt schön, da sind die. Die will ich auf jeden Fall nehmen für Resin, weil hier sind die kleinen, ne? Und da auch Pinselchen, wo du dann am Rand hier kannst du mal ein bisschen nur tröpfchenweise Resin rein tun. Und guck das mal an, ist das nicht hübsch? Sieht doch total schick aus, ne? Gefällt mir total. So, jetzt kommen die wieder hier rein.
damit ich sie dann nachher auch im Beutelchen habe, wenn ich die jetzt nochmal in der Beutel kann. Ne? Das ist natürlich, ne? Ja, so. Also ich finde die schön. Ich könnte die auch nachher einfach direkt in die richtige Kiste räumen. Dann wäre es auch gut. Gut. Papier hier dünnste weg. Dann war ich im Teddy. Und da muss ich sagen, tja. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich brauche, jetzt geht alles. Jetzt geht alles. Toll. Super. Klasse. Ich wollte mir eigentlich keinen Block mehr kaufen. Ne? Echt nicht. Aber der ist so schön. Der ist so schön. Da konnte ich nicht Nein sagen. Da konnte ich echt nicht Nein sagen. Guck dir das mal an. Die Papierqualität ist nicht ganz dünn, aber auch nicht dicke Pappe. Aber es ist schon eine gute Qualität, also eine dickere. Und ist das nicht toll? Ich finde das so schön, ne? So klasse. Immer zwei Blätter pro Design. Nehme ich mal an, ne? Ja, irgendwo da. 36 Blatt, 2x18 Motive, Sister. Ist das nicht toll? Also, da konnte ich nicht Nein sagen. Ich musste es mitnehmen, dieses Plöckchen. Ja, hier, das ist halt, ja, das bräuchte ich nicht unbedingt dabei, aber ja. Wenn mir jetzt Karten bastelt als Background, ist das auch schön, ne? Kann man aber auch so gut verwenden. Hier das genauso. Ja. Das ist auch. Oh. Guck dir das mal an. Ich finde das so toll, ne? Ah. Ja, und wenn ich Röschen sehe, da flippe ich ja sowieso aus, ne? Das ist. Ich und Röschen. Und hier Röschen, Schmetterling. Ja, Schmetterling dabei, supi. Genau das Richtige für mich, ne? Ja, hier wieder so ein Hintergrundpapier. Oder hier mit Blautönen. Das eine war jetzt rosa. Hier, das ist mit Blautönen. Das sieht auch hübsch aus, ne? Ja, blau und dann ein bisschen rosa und die Schmetterlinge. Hier braun, richtig schön vintage. Das sieht auch hübsch aus. Also gefällt mir echt gut. Und ich hatte nur grob durchgeblättert. Ich sehe ihn jetzt zum ersten Mal richtig. Und guck mal hier mit den Schmettis. Ist das nicht schön? Also der musste einfach mit. Der musste mit. Ja, auch Würfelbecher und dann die Röschen. Ne? Das ist einfach toll. Ich liebe Haustüren. Ne? Ich weiß nicht, ob der das weiß, aber ich liebe wirklich Haustüren. Also wenn ich irgendwo ein Haus sehe mit einer wunderschönen alten Haustür, dann, oh, ne. Hier stand mal in einem Ort ein altes Haus, wirklich alt, und das hatte eine herrliche Haustür. Ganz toll. Die war zweigeteilt, aber so schmal, ne. Zweigeteilte Haustür. Ach, das. Und die hatte so schöne Schnitzereien. Ja, aber die haben verfallen lassen, ne. Schade, schade. Guck mal hier, einfach so mittendrin ein Fenster, ne? Ist auch hübsch. Das finde ich auch toll, aber jeder hat erinnert mich an ein Papier, was ich mal von La Blanche hatte. Ah. Ja. Naja, auf jeden Fall ist aber was ganz anderes jetzt gewesen. Ich dachte, boah, den nimmst du mit. Ja, toll. Bleib liegen. Ach, jetzt rutscht er wieder weg. Der ist auch schön. Der Bohren. Ja, und hier haben wir dann nochmal Holz. Und das war es, jawohl. Obwohl die hier auch. Also, für mich ist dann ein Schmetterling dieser Schatten, ne? Und hier so ein Blümchen. Na jo, den Flecken sehe ich sowieso mein eigenes Ding. Ja, super. Jetzt ist das Döschen umgefallen. Ich hatte ja nur alles ein bisschen auf Seite. Ich bin ja die Reste-Serie am Drehen, ne? Ja, so. Also ich finde das mit dem Holzleim, finde ich richtig schön, dass die den da hatten. Ja, bleibst du auch mal liegen? Oh Gott. So, dann war bei Teddy auch noch
hier die Doilies. Made in Germany. Und da sind drin 12 Stück, 15 cm Durchmesser. Und ich finde die schön. Da sind dann Blümchen, ne, also Röschen. Ja. Ja, ich hatte jetzt, wo ich bei meiner Schwester geholfen habe, in meinem schwachen Café, da habe ich von denen auch eine bekommen, die sie noch übrig hatten. Aber da waren ja auch nicht so viel, ne? Und hier so kleine sowieso nicht. Ja, und kannst ja immer hier brauchen, ne? So, dann für mein Elfengedöns, was ich mir irgendwann hier in dem Zimmer mal machen will, aber das dauert noch, bis das mal fertig ist. Denn zuerst muss ich noch ein anderes Zimmer fertig machen, weil hier das ist im Moment, da ist meine Hauswäsche drin, da ist meine Klamotten sind hier drin in den Schränken, Papiere sind hier, Bastelkram ist hier und hier will ich eigentlich nachher nur Bastelkram haben. Eventuell noch die Hauswäsche in dem einen Schrank, das juckt nicht. Die Papiere in der einen Ecke, das juckt auch nicht. Und beim Fernsehen will ich mir, die Bücher kommen da weg, die kommen dann später in mein Schlafzimmer und da will ich mir dann all meine DVDs in den Schrank tun. Aber bis dahin, ich muss erstmal ein Schlafzimmer mir bauen, ne? Ja. Und das ist mit einem Problemchen verbunden, da ich nicht verputzen kann, ne? Ja, und das muss neu verputzt werden, ja. Auf jeden Fall habe ich mir das für meine Elfenecke für später geholt, weil ich finde die schön. Da kannst du so kleine Büsche hinmachen, ne? Ja. Und so wie ich das sehe, sind das ein paar einzelne. Da kann man nämlich hier so reingucken. Kann auch sein, dass das einzelne Stielchen sind. Naja, ich kann mir auf jeden Fall eine richtig schöne Landschaft bauen. Und da Elfen auch mal Winter haben, habe ich mir auch die hier geholt. Obwohl kann auch sein, dass die in meine Weihnachtslandschaft mit einfließen. Finde ich nämlich süß. Dann habe ich die hier entdeckt. Irgendwann ich Karabiner sehe, ne? Also ungefähr wie Perlen. Aber die mit so Regenbogenfarben finde ich toll. Die machen sich bestimmt richtig schön an einem Elfenjournal. Und da will ich ja auch noch einen hier machen. Dann. Oh, ich schmeiß heute wieder alles runter. Ich bin echt gut. Dann Leiterchen. Jetzt sind drei verschiedene Größen, ne? Also die, die und dann eine kleine. Da dachte ich, der ist auch nicht verkehrt, ne? Elfen, logisch. Dann habe ich für mein Resin-Gedöns Glitzer entdeckt. Und das ist echt unschlagbar, der Preis. Da kriegst du nirgendwo dafür. Echt nirgendwo. Und auch nicht direkt in China. Also da habe ich nicht so eine Masse gekriegt für so wenig Geld. Und das sind alles so ganz kleine Tüppelchen. Ne? Also ich finde das schon schön. Und hier bei dem Lila kommt das irgendwie raus. Das haben sie wohl überfüllt beim Zudrehen. Naja. Und, was ich schon nicht gesehen habe, ich erinnere mich jedenfalls nicht daran, dass ich den jemals gesehen habe oder gekauft. Ist das nicht schön? Guck mal, da ist ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Ja, da konnte ich schon nicht Nein sagen. Musste mit. Da konnte ich echt nicht Nein sagen. Jetzt guck mal hier. Pilz, Eichel. Oh, ich finde das Stempelset wirklich toll. Ja, und dann für den Preis, da konnte ich wirklich nicht Nein sagen. Das Eichhörnchen. Oh, ich finde das so schön, ne? So, so schön. Ja, das habe ich gebraucht. Ja, das habe ich gebraucht. Es ist schlimm, ne? Es ist wirklich schlimm. Ich darf da nicht reingehen. Ja, dann, das ist jetzt meine Beute. Das ist mein Mini-Haul. Von Aldi, Edeka, Woolworths und Teddy. Ja. Naja, ich habe mir auch gesagt, eine ganze Weile sowas eigentlich nimmer geholt. Besonders Papier, ne? Also so ein richtiger Block. Ich weiß ja nicht, wann ich mir den das letzte Mal geholt habe. Ja, und das Heft, das ist einfach zu süß. Echt. Das habe ich gesehen, da dachte ich, komm, das geht mit. Das geht echt mit, weil ich finde das so, so schön.
Ich meine, kannst du auch für Puppen machen, ne? Da habe ich auch ein kleines Mädchen. Praktisch in der. Ja, es ist eigentlich Familie, ja. Denn die hat ja auch Puppen. Ja, die hat auch Puppen. Ja, wir können auch für die Puppen machen. Ja. Das ist schon ganz süß. Ne? Da war ich gestern zu Besuch und am Donnerstag sehe ich sie wieder. Gut, wenn ihr das hier seht, dann ist Donnerstag, ne? Aber ja, das ist total süß. Ja, du mit mir tobt und allem. Und ach, das war so schön. Das war richtig herrlich. Gefällt mir. Oder ihr könnt ihr dann am Freitag zu sehen. Ach, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wahrscheinlich war ich schon da, wenn ihr das hier zu sehen bekommt. Aber das ist, ne? Total schnuckelig. Gefällt mir so. Da kann man für kleine Kindchen machen. Und je nachdem, kannst du ja noch vergrößern. Also für mich ist das kein Problem. Tja, gut. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ja, das wollte ich dir nochmal zeigen. Das habe ich ergattert. Das ist nicht die Monstermasse, muss es ja auch nicht sein, aber mich macht glücklich, ja. Ich bin glücklich. Dann sei auch glücklich in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.